Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer wahrscheinlich optionalen Folge von Let's Play Tomb Raider 4. Ich denke, ich werde das hier nicht... Wisst ihr, ich will nichts rausschneiden auf der einen Seite, auf der anderen Seite will ich es aber auch nicht drin lassen, deshalb mache ich diese Folge einfach optional. Ganz abgesehen davon, also wenn ihr es gucken wollt, wie ich verzweifle hier und wahrscheinlich nicht weiterfinde, dann könnt ihr es gerne gucken, wenn nicht, dann schaut euch das Video einfach nicht an, also... Beschwert euch einfach nicht darüber, dass es langweilig ist. Das ist doch eigentlich alles, was hinter diesem ganzen Konzept steht. Es ist zwar langweilig, aber es ist eure Schuld. Ja, ich habe mir die letzte Folge mal, oder die letzten Folgen, sage ich mal, beim Bearbeiten ja ein bisschen durchgeguckt. Und ich muss sagen, ich hatte teilweise das Gefühl, nee, Moment, das war gar nicht im Tomb Raider Let's Play. Okay, reden wir jetzt über Rayman. Ich hatte teilweise das Gefühl, ich gucke mir ein Let's Play von guten alten Gernot Hassknecht an. Aber das war so nicht gedacht. Denn wir wollen natürlich hier Liebe verbreiten in diesem Let's Play. Ja, natürlich. In einem Tomb Raider Let's Play Liebe. Alles klar. Alles klar. Liebe zum Hass, wenn überhaupt. Ja. Hier haben wir immer noch dieses eigenartige Schachbrett, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, was man... Ich meine, gut, wir haben hier RGB. Ja, nicht ganz. Aber so ungefähr. Aber was sollen diese drei Scheiben hier? Ich kann nicht mit ihnen interagieren, das habe ich schon versucht. Ich kann auch mit diesen hier nicht interagieren. Sie stehen halt einfach nur da und gucken zu. Fast wie Let's Play-Zuschauer. Nur, dass sie meistens sitzen. Hoffe ich. Ansonsten, tut es mir leid für eure Beine. Und Füße. Die Teil der Beine sind. Also, sie hängen halt unten dran. Falls jemand nicht weiß, was Füße sind. Ey, ganz abgesehen davon. Wow. Na? Ist hier um die Ecke? Boah. Es sah für, Ich hatte kurz einen kleinen geringen Hoffnungsschimmer. Der wurde aber schnellstens wieder... Hey. Kann ich nicht eigentlich... Ich weiß nicht, ob das da kletterbar ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich komme auf jeden Fall nicht dran. So viel kann ich versichern. Okay, es ist ein bisschen unfair, aber ich habe gerade eine Idee bekommen, die ich wenigstens versuchen sollte, ja. Ich meine, warum auch nicht? Und das werde ich nun tun. Also lasst uns um die Ecke laufen und dann um die Ecke springen, um genau zu sein. Hatten wir auch in der Oper von Silent Raider, ne, von Tomb Raider 2. Wo ich dann einfach mal einen Spielfehler ausnutzte. Aber das hier ist nicht tiefer gelegen, das, dieser Balkon. Hier um die Ecke. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Verdammt. Gut. Weitermachen. Nee, bitte nicht. Bitte alles, nur das nicht. Ja, was soll ich denn tun? Schaut mal, dieser Raum, das haben wir, glaube ich, da können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Dieser Raum hier bringt uns überhaupt nichts. Gar nichts. Null. Dann geht es hier halt noch hoch und auch das bringt uns überhaupt nichts, gar nichts, null. Müssen wir vielleicht einfach das Feuer nochmal überleben, ja? Also, ihr wisst, wovon ich spreche und wenn nicht, dann seid ihr voll böse und so. Ich werde jetzt einfach hier reinstürmen, ja? Ich werde die Bude stürmen. Juhu, ich brenne. Aber sie hebt irgendwas auf oder sie drückt irgendwas. Gut, lass mich in der Cutscene verbrennen. Ich sag's euch, wenn er zurückschneidet, bin ich schon tot. Sofort. Nee, bin ich nicht. Okay, lauf. Sie leuchtet uns ja glücklicherweise den Weg. Das heißt, Dunkelheit ist kein Problem. Aber sie wird gleich in die ewige Dunkelheit geworfen. Und das möchte man natürlich nach Möglichkeiten und Kräften verhindern. Ja.
Wer es nicht im Kopf hat, muss es in den Medipacks haben, meine Freunde. Auf jeden Fall, ja, wow, es geht weiter. In derselben Folge, in der ich sagte, hier geht's nicht weiter. Ja, das hat das Spiel nur gemacht, damit ich Unrecht habe. Menno. Ich klinge schon wieder total zugekokst, oder? Ich weiß echt gerade nicht, woran das liegt, aber ignorieren wir das. Na, wie auch immer man das tun soll. Und gehen lieber hier gegenüber. Denn das ist offen. Es ist offen. Yes. Was habe ich da eigentlich eingesammelt? Die Gesetze des Zenith. Sie gewinnen das Spiel, wenn sie jeden ihrer Brettsteine auf dem letzten Ankfeld positionieren. Drehen Sie die Sticks, wenn Sie an der Reihe sind. Die Anzahl der weißen Flächen zeigt Ihre Wurfzahl. Werden keine weißen Flächen gezeigt, haben Sie eine 6 geworfen. Wenn Sie eine 6 werfen oder auf einem Ankfeld landen, sind Sie nochmal... Alter, was zur Hölle? Nein. Was habt ihr gemacht? Chor, was habt ihr hier versucht? Ihr habt doch schon mal versucht, ein Spiel zu machen. Jetzt macht ihr ein Spiel in diesem Spiel. Ihr wisst doch, was dabei rauskommt. Alter, da kommt echt was raus. Und zwar aus der Wand. Ein Schädel. Was zur Hölle? Sowas will ich auch für meine Wand. Nur mit meinem Gesicht halt. Obwohl, besser. Nee, lass mal. Alles klar. Das ist jetzt eine 2 oder was? Ah, wenn ich jetzt... Okay. Würfelt der jetzt automatisch oder? Sah kurz so aus. Okay, So, pass auf. Ich habe jetzt... eine 3 oder sowas. Schaut mal auf den blauen. Bewegt er sich jetzt weg? Nee. Okay, ich kann das Ganze doch nicht steuern. Sticks. Er sagte Sticks. Ja, Stick ist dasselbe wie die Restin-Tasten. Das bringt mir nichts. Okay, Ja, Restin-Tasten bringen mir eigentlich auch nichts. Nee, ich muss hier wohl noch meinen Zug machen. Ich kann wohl nur die rote Figur steuern oder so. Warum treten der jetzt zweimal? Hä? Hä? Was hast du vor? Du Gesicht. Ich kapier's nicht. Und die Tatsache, dass alles so unendlich langsam läuft, macht es mir nicht leichter. Wieso würfelt der denn teilweise zweimal? Okay, die rote jetzt. Nee, geht ja nicht. Doch, jetzt geht's plötzlich. Ich habe ja fast das Gefühl, der wird Erster. Aber wie sag ich denen, wo sie hin sollen? Ja, ich bin doch aufs rote Feld gesprungen. Los. Ich kann nicht steuern, wo sie hin sollen. Das wird wohl irgendwie automatisch gemacht, aber... Wo ist denn dann der spielerische Wert hieran? Das ist ja dann im Prinzip, da könnte ich ja genauso gut einfach zugucken. Also als Grundidee sicherlich nicht schlecht, aber... Man muss ja nicht wirklich denken. Und ja, manchmal kann ich denken. Ganz kurz. So, dreh. Werf das Teil weg. Hallo.
Ah, das ist jetzt irgendwie, man muss jetzt eins würfeln oder so. Was zur Hölle passiert denn hier? Ist das eine Eins? Ich kann ja noch nicht mal wissen, was für eine Zahl das ist. Und jetzt kann ich doppelt würfeln. So, danke. Der ist weg. Den haben wir gegen die Wand gerannt. Im positiven Sinne. Springe ich einfach auf das Grüne. Och nö. Oh Gott, ich muss vor ihm da sein. Warum auch immer. Hä? Gut, beweg dich halt nicht. Nee, beweg dich halt nicht. Kein Problem damit. Bewegt sich denn der Blaue? Ja, der bewegt sich, hä? Oder hat er sich überhaupt bewegt? Ist schon schwer, wenn man spielen soll, aber das Spielfeld nicht sieht. Und wenn man sieht, hat man keinen Einfluss darauf. Das ist nicht fair! Wir spielen hier eine Runde Marco ärger dich nicht. Und ich werde mal wieder voll geownt. Immer derselbe Kack. Ja, jetzt wirft es da natürlich genau richtig, oder wie? Eigentlich muss ich jetzt nur immer den Grünen laufen lassen. Auch wenn das einiges an Zeit in Anspruch nehmen wird. Ja, der bewegt sich nämlich gar nicht mehr. Das ist so doof. Ich glaube, selbst wenn ich es verstehen würde, wäre es einfach nur doof. Nichts gegen die Idee, mal was Neues zu probieren, aber... Ja, natürlich, würfel nochmal! Ja, klar! Selbstverständlich! Ich werde dich sowas von rausboxen. Ja, ich werde dich sowas von rausboxen. Oh weh. Oh weh. Ja. Jetzt wäre nämlich der Moment, in dem mein Grüner eigentlich auf seinem Feld wäre und dann geht er irgendwie nicht mehr. Wetten? Nee, jetzt geht gar keiner mehr, hä? Also was? Ja. Einfach nur drehen und machen. Ja, super. Wenn alle schwarz sind, dann passiert irgendwas. Genauso wie wenn alle weiß sind. Und wenn einer schwarz ist und drei weiß. Mein Blauer scheint den da irgendwie zu blockieren. Nee. Ist das... Es gibt einen Schwarzen. Heißt das, der kann jetzt einen Schritt nach vorne? Nee. Anscheinend sind die Weißen die Schritte, die ich gehen kann. Oh, ich muss jetzt ankommen, bevor er ankommt. Das ist ja ganz klar. Das ist ja mal klar. Das heißt, das wird mir nichts bringen. Das hier wird mir ein bisschen was bringen. Du! Ich raste aus, ja. Ich knall die Alte einfach ab. So ein Penner, ne? Wenn du mit denen jetzt raus... Oh Gott. Okay. Ja, natürlich, jetzt geht's, ja? Ich bin eben nicht drüber gekommen. Aber wenn ich sterbe, wenn ich drüber komme, dann komme ich drüber.